Dass ihr den Sperrbildschirm neu konfigurieren könnt, indem ihr das einfach gedrückt haltet, ist ja schon bekannt. Aber falls euch zum Beispiel diese Sache nervt, also dieser Tiefeneffekt, dass die Zahl immer dahinter verschwindet, könnt ihr das über Anpassen und hier unten Tiefeneffekt ändern. Ihr seht, jetzt ist ab sofort die Uhrzeit immer komplett sichtbar und lesbar. Ihr habt ab iOS 16 die Möglichkeit, Fotos hintergrundlos zu machen und diese dann auch so abzuspeichern oder in eine neue Applikation reinzuziehen. Dazu müsst ihr aber erstmal sicherstellen, dass es sich nicht um ein Live-Foto handelt und falls ja, müsst ihr dies einmal deaktivieren. Danach könnt ihr einfach den Finger drauf gedrückt halten, wartet so lange, bis diese Miniatur erscheint. Dann könnt ihr mit einem zweiten Finger eine neue App öffnen und das hier direkt reinziehen. Das Bild wird euch dann in der Regel so groß angezeigt. Ihr könnt aber auch drauf gedrückt bleiben und auf kleine Bilder gehen, dann wird es einmal klein gemacht. Ab hier könnt ihr das natürlich auch nochmal separat kopieren, teilen oder auch natürlich wieder löschen. Android-Nutzer kennen es schon lange, iPhone-Nutzer kommen nun in den Genuss, auch haptisches Feedback bei der Tastatur zu bekommen, also bei Tastaturanschlägen. Dazu könnt ihr in die Einstellungen reingehen, wählt Töne und Haptik und habt hier unter Tastaturfeedback nun die Möglichkeit, Haptik zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ihr jetzt am Tippen seid, wird jedes Mal ein kleines Vibrationsfeedback gegeben. Unter Einstellungen und den Bedienungshilfen habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, Tastaturen hier auszuwählen und eine Tastatursteuerung für euer iPhone zu aktivieren. Damit könnt ihr dann bestimmte Befehle ausführen, wie zum Beispiel Verwendung der App umschalten oder das Kontrollzentrum aktivieren oder die Mitteilungszentrale anschauen. Unter den allgemeinen Einstellungen und hier unter Tastatur habt ihr hier unten auch die Möglichkeit, die Diktierfunktion zu aktivieren. Das wird euch ab und zu wahrscheinlich auch automatisch angefragt oder abgefragt, ob ihr das aktivieren möchtet, sobald ihr irgendwas schreibt. Und ich kann euch sagen, diese Funktion ist auf jeden Fall sehr gut. Sie funktioniert sehr, sehr präzise. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas einspreche, sieht das so aus. Ich kann übrigens auch sagen, dass er irgendwelche Emojis machen soll. Kuss-Emoji. Das Gute ist, diese Diktierfunktion schaltet sich nicht automatisch wieder ab und ich kann zwischendurch auch einfach weiterschreiben. Und einfach wieder weiterreden. Es geht beides. Es gibt noch unzählige Neuigkeiten mehr, aber das soll es nun erstmal gewesen sein.